Lol. Alter Chat, jetzt wird's aber gerade ein bisschen wild, ne? Auflösungserscheinung bei den Bayern. Nach Abpfiff des 3-2 gibt es wütende Diskussion und beinahe ein Handgemenge zwischen Joshua Kimmich und Co-Trainer Jogi Löw. Unfassbar. Junge, da brennt aber der Baum. Da brennt der Baum. Fabrizio Romano hat getweetet. Und hat der Mann es geschafft, einen Tweet abzusetzen, ohne Xabi Alonso zu erwähnen, oder? Nee, hat er nicht geschafft. Hat er nicht geschafft. Terrible moment for Bayern with the 7th defeat this season. 11 defeats in 44 games under Thomas Tuchel. And Xabi Alonso ist meiner, Digga. Der Typ ist so ein Fanboy, das ist der Wahnsinn. Ohne Spaß. Schalke könnte 5 Spiele am Stück gewinnen. Und dann wird er schreiben, Schalke 04, jetzt 5 Spiele am Stück gewonnen. Aber Xabi Alonso 35 am Stück bei Bayern und für Leverkusen, weil es der geilste, ich möchte sein. Übrigens, alle wollen ihn verpflichten. Ach, geil. Gutes Bild aber auch. Internal talks to take place at FC Bayern now as Thomas Tuchel job remains at risk. Time to decide manager's future soon with president and directors involved, okay. Also ich bin mir zu 1 Million, also naja, ich sag niemals 1 Million%, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass Tuchel raus ist. Ich gebe euch zwei ganz kurze Anzeichen, die dafür sprechen. Da brauche ich jetzt kein Experte für sein. Ich glaube, jetzt gerade hast du einfach noch den Zeitpunkt, dir einen neuen Anstrich zu holen, weil die erst, ich glaube, in 2 Wochen ist jetzt, oder in 2,5 Wochen ist erst das Rückspiel, ne, in der Champions League. Und Fokus wird sein, nicht auch noch in der Champions League rauszufliegen. Also ich glaube nicht, dass die Bundesliga-Saison jetzt abschreiben werden, das wäre dumm. Aber ich glaube, die werden jetzt halt sagen, ey, wir haben noch 2,5 Wochen Zeit und die Zeit sollten wir nutzen, damit wir fürs Champions League-Rückspiel jemand Neues haben. Es gibt halt so, also das ist der Faktor Nummer 1. Es gibt aber auch Sachen, die dagegen sprechen. Punkt Nummer 1, wer ist denn auf dem Markt? Also, weil ich glaube, Bayern München wird sich keinen Gefallen damit tun, jetzt einfach random irgendjemanden zu holen, der auf dem Markt ist, weil genau das wäre der gleiche Fehler, den sie vor einem Jahr gemacht haben. Die haben Nagelsmann bei der erstbesten Gelegenheit entlassen, einfach nur, weil irgendwann einer morgens aufgestanden ist und einen Crush auf Thomas Tuchel hatte. Und das würde ich jetzt nicht nochmal machen. Ich würde es nicht für Flick machen, ich würde es nicht für Mourinho machen. Ich würde es nicht für Zidane machen. Also ich würde gucken, vielleicht macht es ja ein Hansi Flick, aber ich würde halt schauen, dass ich mir eine Interimslösung oder irgendjemanden hole, der ganz klar bis zum Saisonende das Ding fertig macht. Und dann machst du dir jetzt mal Gedanken, wie deine Philosophie aussehen soll, wie dein Kader aussehen soll. Und dann würde ich mir im Sommer ganz genau überlegen, was für einen Trainer ich hole. Ich muss es nur sagen, also ihr fragt mich ja immer nach meiner Fußballmeinung. Ich werde für diesen Talk wieder viel Hate bekommen. Das ist so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wenn man zu seinen Meinungen steht und Fußball ist ein emotionales Thema. Ich sage hier, als jemand, der keine großen Probleme mit den Bayern hat, mir sind die, Bro, mein Verein spielt in der zweiten Liga, mir sind die Bayern mittlerweile so scheißegal. Das ist halt einfach mit Abstand das krasseste Team in Deutschland, seit ich existiere. Und ich muss persönlich sagen, das werden auch viele aus dem Chat fühlen. Ich persönlich krieg's immer richtig gut hin, mich zu freuen, wenn die Bayern mal verkacken. Weil die einfach so erfolgreich sind. Ey, wenn Bayern in Saarbrücken verliert, sitze ich hier und jubel. Dann habe ich einen geilen Tag. Das ist gut für den Wettbewerb. Das ist geil für den Fußball. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn die mal gegen einen schlechten Verein in der Bundesliga verkacken, wie heute gegen Bochum, die im Abstiegskampf hängen, super. Ich freue mich auch, wenn mal wieder eine andere Mannschaft als Bayern München deutscher Meister wird. Auch eine tolle Sache. Aber all das sehe ich, so gut es geht, neutral. Da ist jetzt nicht so dieses intrinsische, ich hasse Bayern drin. Aber, und ich meine das komplett ernst, dass die mit Tuchel auf die Schnauze fliegen, ist verdient. Das finde ich wirklich verdient. Weil im Nachhinein, wie die Nagelsmann da damals die Vereinsführung, wie die den Nagelsmann geknallt haben, das ist einfach verficktes Karma, was jetzt gerade passiert. Bruder, 11 Monate sind vergangen und du stehst einfach noch schlechter da als damals zu dem Zeitpunkt, wo die Nagelsmann abgegeben haben. Und das muss ich sagen, als Schalke-Fan, der absolut gar nichts mit den Bayern zu tun hat, das finde ich geil. Finde ich wirklich cool, weil das einfach verdient ist. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Nagelsmann zu Hause auf der Couch sitzt und sich denkt, geil. Weil das war halt, wir haben es im letzten Bayern-Talk schon gesagt, das war bei denen damals so dieser übertriebene Aktionismus. Wenn du dir überlegst, für was Nagelsmann damals entlassen worden ist, das war halt damals irgendeiner von denen, wer das auch immer war, ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja irgendwie Experten im Chat, da wird dann wahrscheinlich irgendwie damals Hoeneß oder irgendein anderer, der damals da noch das Sagen hatte, hat sich ja jetzt auch immer mal wieder geändert. Ich denke mal, irgendeiner von denen, stimmt, Hasan und Kahn waren ja damals noch da, also irgendeiner von denen wird halt extremer Tuchel-Fan gewesen sein. Dafür halt, also
jegliche Vernunft zur Seite gestellt haben. Und das badest du halt jetzt aus. Das badest du halt jetzt aus. Ey, überleg dir das mal, ne? Also das ist halt schon brutal, ne? Wir reden hier über einen Trainer, der in 44 Spielen mit den Bayern 11 verloren hat. Das ist ein Brett, Alter. Das ist nicht wenig. Jedes vierte Spiel. Wir reden über einen Bayern-Trainer, der, glaube ich, jedes einzelne K.O.-Rundenspiel verloren hat, bis jetzt in seinem Bayern-Stint, außer die erste Runde vom DFB-Pokal, wo die gegen, keine Ahnung, Atomkraft Ahlhausen gespielt haben. Das weiß ich nicht. Das ist halt schon völlig verrückt, ne? Nee, City war unentschieden. Aber ist halt trotzdem, ist halt, ja, Gendefekt Gummersbach, den habe ich gesucht. Das ist schon crazy, ey. Also, folgendes, okay? Ich bleibe bei meinem Punkt, wo ich vor 3-4 Wochen immer noch war. Schreibt doch gerade einer in den Chat. Die Saison vor 3-4 Wochen, und da nehme ich jetzt Tuchel in Schutz, wurde kritischer bewertet, als man sie hätte bewerten müssen. Punkt Nummer 1, bleibe ich nach wie vor dabei. Auch wenn du dich als Bayern München mit solchen Teams immer messen möchtest, messen musst, messen willst. Bayern 04 Leverkusen ist ein Freak-Accident. Wir reden hier gerade über die drittbeste Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten. Und das ist ein Fakt. Es gab zwei Guardiola-Saisons, da haben Mannschaften nach 22 Spieltagen mehr Punkte geholt. Dann kommt diese Mannschaft von Xabi Alonso und Leverkusen. Und das ist halt, das ist halt krass, ne? Also vor dem Duell gegen Leverkusen hatte Tuchel, war Tuchel mit seinen Bayern zu dem Zeitpunkt die sechstbeste Mannschaft, die es jemals in der Bundesliga gab. Und das ist gut. So, aber es gibt eine Sache, die da einen richtig krassen Schleier schon drüber geworfen hat. Und wo ich noch vor 3-4 Wochen habe ich noch gesagt, ey, Bayern ist mir alles ein bisschen zu negativ, weil Champions League Gruppenphase war sehr souverän. Und es war halt, und das muss man sagen, Tuchel hatte einen ganz großen Aderlass, den er tragen musste. Und das war das Pokalaus in Saarbrücken. Und da bleibe ich auch dabei, das Pokalaus in Saarbrücken hat nicht alleine nur Thomas Tuchel und auch nicht alleine nur die Mannschaft, die auf dem Platz stand, zu verantworten, sondern unfassbar amateurhafte Transferentscheidungen, die tatsächlich wieder im Sommer getätigt worden sind. Weil so ein Spiel verlierst du, das rutscht dir durch, wenn dein Kader nicht breit genug ist, wenn du Spieler über Spiel drin hast, wenn Goretzka mal wieder auf Innenverteidiger rumlaufen muss und so weiter und so fort. Da bleibe ich bei. Aber jetzt hat sich halt nur mal was getan und das sind halt einfach 3 Pflichtspielniederlagen in Folge. Da muss ich auch sagen, also nach so einem Spiel, und ich bin immer so vorsichtig mit solchen Aussagen, aber ich finde, nach dem Spiel musst du Thomas Tuchel entlassen, weil das Spiel zeigt, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht. Und das hat er jetzt innerhalb von 8 Tagen 3-mal gezeigt. Das war nicht, ey, ich verliere mal auf einen kaputten Sonntag irgendein unbedeutendes Spiel, sondern das war ein Do-or-Die-Spiel in der Meisterschaft gegen Leverkusen. Dann war es ein Do-or-Die-Spiel in der Champions League. Und dann war es jetzt auch heute, auch wenn es nur in Bochum war, ist das auch ein Do-or-Die-Spiel gewesen, weil Leverkusen vorgelegt hat. Und also ich würde mich sehr, 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 sehr wundern, wenn Bayern an Tuchel festhält, weil ich finde, es gibt keine Argumente. Es gibt keine Argumente. Das sind teilweise absolut wilde Entscheidungen. Und ich finde, bei den Bayern, und das ist auch, ja, es ist auch wieder so ein bisschen Klischee FC Hollywood, ne? Aber wenn ein Trainer bei der Mannschaft nicht beliebt ist, das hörst du schon immer durch. Glaubt es mir, dass so ein Ricardo Basile so eine Aussage tätigt, als einer der größten Sky-Reporter, als einer der bekanntesten Gesichter? Ein Ricardo Basile haut sowas nicht einfach mal so eben raus. Man merkt das, wenn Bayern-Trainer angezählt sind. Erinnert euch einfach daran, wie krass damals das Klima rund um die Berichterstattung von Hansi Flick sich geändert hat, in dem Moment, als diese Komponente Nationalmannschaft da reinkam. Hansi Flick war gefühlt ein Jahr lang der Messias. Es hat sich keiner getraut, über den negativ zu berichten. Und dann kam dieser Funken Nationalmannschaft da rein und auf einmal hat sich alles gewandelt. Das hat auch mit Tuchel seiner Person zu tun, ganz klar. Der wird in diesem Leben auch kein Freund mehr von den Printmedien in Deutschland. Aber ich sage, das deutet sich hier auf jeden Fall schon seit Wochen an. Das war einfach respektlos von ihm, sorry, aber man kann Tuchel kritisieren, aber das... Ey, Armin, du, ich bin da bei dir. Wir haben ja nicht über den Inhalt geredet, das, was Ricardo Basile da wiedergegeben hat. Da bin ich bei dir, finde ich auch nicht gut. Würde ich auch so selber nicht machen. Aber es geht ja einfach nur, wir bewerten ja nicht, dass ein Ricardo Basile das gemacht hat, sondern wir bewerten ja, in was für einer Häufigkeit solche Informationen durchkommen. Und in der Häufigkeit, wie sie durchkommen in den letzten Wochen, zwecks Thomas Tuchel, der ist angezählt as fuck. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Aber ich bin so lange in diesem Fußballgeschäft jetzt drin und höre mir Sachen an. Aber der FC Bayern München ist auch in Zusammenarbeit mit den Medien
so mächtig. Wenn die einen Trainer wirklich schützen wollen, dann schützen sie ihn anders als jetzt. Tuchel-Interview jetzt bei The Zone. Ich höre es mir mal an, ne? Ich finde, der Mann wirkt komplett ratlos, ne? Also erstmal mein Respekt, dass er sich da hinstellt, aber der wirkt komplett ratlos. Boah, ich würde aber dick als Bayern-Fan das Kotzen kriegen, ne? Wenn er mir jetzt zum dritten Mal hintereinander irgendwas von den Chancen erzählt. Da wäre ich aber krass gebrochen. Scheiße, als Bayern-Fan würde ich so abkotzen, wenn der mir irgendwas erzählt von, ja, wenn der Kane das zweite macht, ist das Ding durch. Ja, Brudi, der wäre mein 3-2 verloren. Nee, Digga, bei Gott, der wird entlassen und der weiß es auch schon. Bruder, so ein Interview gibst du nicht. So ein Interview gibst du nicht, wenn dir das wichtig ist und wenn du gerade die Meisterschaft verkackt hast und 8 Punkte in der Leverkusen bist, dann gibst du so ein Interview nicht. Dann hast du nicht so ein verschmitztes Lächeln und sagst, ey, was war denn hier mit unserem Elfmeter? Also ich sag, der Mann weiß, dass er entlassen ist. Ich muss sagen, ich feiere es aber krass, weil er komplett den Eindruck so macht, als würde er gar keine Fax geben. Der steht da und denkt sich so, naja, komm, Mai, mach ich hier nochmal ein Interview. So, letztes Mal als Bayern-Trainer hier, ja, mehr ist er mehr. Der Typ ist so am Chillen, der ist so am Chillen. Nee, der ist weg. Na, der ist so dick weg. Scheiße, ich weiß nicht, wer das noch geguckt hat bei The Zone, aber der Mann ist so dick weg. Der Typ ist so dick weg. Nein, never. Der ist weg. Ich sag, der zimmert sich heute eine Wodka Gorbatschow, guckt sich nochmal ganz entspannt seinen Bayern München Trainingsanzug an, wird sagen, ey Männer, es war eine geile Zeit, aber das Ding ist durch. Nee, das Ding ist durch, Alter. Also, ich habe selten, und da muss ich auch sagen, also ich find's jetzt super lustig, aber als Bayern-Fan wär ich so todesgebrochen, wenn mein Trainer nach einer verspielten Meisterschaft da so ein Interview hinsetzt und halt die ganze Zeit so lächelt und so, weiß ich, das ist so überspielt, also ganz komisch. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber wäre das mein Trainer, wäre ich abgefuckt. Weil so ein Interview will ich nicht sehen, wenn eine Mannschaft gerade ein absolutes Ziel verkackt hat. Ich will dann, dass mein Trainer sich aufregt, dass der sauer ist, dass der auch mal die Mannschaft zusammenscheißt, aber nicht dieses so, naja, was war bei uns mit dem Elfmeter? Ja, jetzt gerade Meister natürlich nicht, wenn man auf die Tabelle guckt, ne? Weil 8 Punkte sind, ne? Hast du verstanden? Boah, das ist so hämisch, ja, hämisch ist das Wort, was ich gesucht habe. Aber ich sag, der ist durch. Aber wie gesagt, ich finde, man muss die Bayern-Situation differenziert betrachten. Also einerseits sag ich finde, du musst Tuchel jetzt entlassen, nach dem Interview, nach der aktuellen Leistung, nach dem Track-Record, vor allem in den K.O.-Spielen. 11 Niederlagen in 44 Spielen sind als Bayern-Trainer zu viel. Aber das, was man, finde ich, und da muss man Tuchel in Schutz nehmen. Muss man. Ich würde ihn auch jetzt sofort entlassen, bin ich bei euch. Aber der Typ hat sich auch einen Zeitpunkt ausgesucht, Bayern-Trainer zu werden, der wirklich scheiße ist. Da muss man ihn in Schutz nehmen. Das ist nicht nur Tuchel, die Mannschaft ist doch genauso tot. Die Mannschaft und die Transferpolitik in den letzten Jahren ist doch genauso tot. Das muss man einfach fairerweise so sagen. Und er ist halt in diese scheiß Saison reingespawnt, wo halt einfach, Digga, Leverkusen und Xabi Alonso, das ist halt ein Cheat. Und ich will das nicht immer als Ausrede nehmen, aber ich finde, man muss das halt einfach, man muss das wertschätzen. Ich glaube, Bayern München wäre mit den aktuellen Punkten, wären die letztes Jahr, wie viele Punkte haben die jetzt? Bayern hat jetzt, lass mich ganz kurz gucken, 50, ne? So, letztes Jahr, können wir hier gucken, 23. Spieltag, 50 Punkte, dann gucken wir 22, 23, 23. Spieltag. Nehmen wir halt einen Punkt mehr als letztes Jahr, ne? So, letztes Jahr wäre es halt damit Erster gewesen. Also, ich finde, das muss man, und das gehört einfach so ein bisschen zur Wahrheit dazu, dass man da auch Tuchel in Schutz nehmen muss. War sogar ein Spieltag zu viel? Oh. Ja, dann hatten sie letztes Jahr zu dem Zeitpunkt sogar nur 46 Punkte. Aber ist auch egal. Wären sie auch Erster mit gewesen. Ich finde, was du bei Bayern siehst, ist, und das würde mir als Bayern-Fan sehr, sehr viele Sorgen machen, weil diese Probleme, die Bayern München hat, die wirst du niemals nur... Du musst Tuchel entlassen, aber du wirst damit niemals alle Probleme lösen. Du musst dir da mal ganz, ganz, ganz dick Gedanken machen, was da in den letzten Jahren falsch gelaufen ist. Ob das Transferpolitik ist, wo du dann... Erst hast du blind nach Namen verpflichtet, im Nachhinein einfach blind Sadio Mané da reingekloppt, ohne dass das irgendwie Sinn gemacht hat. Und, also dieses Sechser-Theater... Heilige Mutter Maria, überleg mal, du brauchst im Sommer gefühlt bis zur letzten Minute vom Deadline Day dafür, die Kohle für Palinha bereitzulegen, machst dann da ernst, dann sagt Fulham irgendwann, ja nee, wir brauchen halt erst Ersatz, machen wir nicht. Dann hältst du dir den so bis zum Winter die ganze Zeit warm und dann sagst du irgendwie, ja nee, wir brauchen doch keinen Sechser. Und jetzt stehst du da halt und dein Mittelfeld ist halt Arsch, genauso wie es vorher auch schon Arsch war.
Und auch da, ich finde, Bayern hat auf so vielen Ebenen dieses Jahr verkackt oder in den letzten 12 Monaten. Also ich muss, was das angeht, Thomas Tuchel auch ein bisschen in Schutz nehmen. Weil es sind halt auch ganz viele andere Faktoren, die da spielen. Joshua Kimmich, für mich auch so ein Beispiel. Und ihr wisst, ich verteidige den ja, weil ich bin mir vollkommen bewusst, dass Kimmich eine schlechte Saison spielt für seine Verhältnisse. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich halte aber Joshua Kimmich nach wie vor für einen unfassbar guten Fußballer, der, wenn er in der richtigen Position eingesetzt wird, ein absolutes Brett und ja, ich benutze das Wort, ein Weltklasse zentraler Mittelfeldspieler sein kann. Ich bleibe dabei. Kimmich kann im richtigen Setup ein Weltklasse Spieler sein. Der hat das mir lange genug gezeigt und ich sehe das in ihm. So, und wenn du das als Verein und als Vereinsführung aber auch genau so siehst, dann deck ihn doch auch in der Öffentlichkeit. Ich finde, Kimmich ist auch so ein Spieler, der wurde von den Bayern in den letzten 12 Monaten, also nur das, was ich von außen sehe, er wurde so fallen gelassen, so ein Spieler musst du doch schützen. Also du lässt ihn gefühlt seit 12 Monaten ins offene Messer rennen. Dann sagt Tuchel, ich will einen Sechser. Dann sagt Kimmich, ja, ich kann der Sechser sein. So, alles so, das wirkt so unstimmig irgendwie. Das wirkt so unstimmig. Und, wie gesagt, auch das ist ein Punkt, über den wir schon gesprochen haben. Ich bin auch der Meinung, dass Bayern München einen Umbruch machen muss, der nicht nur auf der Trainerposition stattfinden muss. Auf der Vereinsführungsseite haben sie es ja schon gemacht, dadurch, dass sie sich von Kahn und von Bratzo getrennt haben. Meiner Meinung nach müssen die auch einen Kaderumbruch machen, weil die viel zu viele tote Spieler haben. Goretzka, Kimmich, Gnabry, diese ganzen deutschen Nationalspieler, meiner Meinung nach, alle weg. Und nicht, weil ich sage, dass die alle scheiße sind, sondern weil das tote Spieler sind. Das sind Spieler, die sind in Deutschland tot. Oder die werden dadurch, dass sie, da haben wir im letzten Stream schon drüber gesprochen, das sind Spieler, die durch die WM 2018, durch die WM 22 und die EM 21, die haben so viel verbrannte Erde in Deutschland hinterlassen, du wirst mit denen keinen Spaß mehr haben. Weil, Bruder, du musst 2 Spiele am Stück verlieren. Kimmich muss sich einmal den Ball für eine Ecke falsch hinlegen. Und dann schreiben wieder alle Boulevardmedien, ah, Kimmich der Und dann wird es immer irgendeinen 40-jährigen Manfred von der Tankstelle geben, der sagt, oh, Kimmich, den finde ich schon seit Jahren scheiße, weil der Basler das mal gesagt hat. Die sind in Deutschland tot. Ich würde es auch den Spielern empfehlen. Die müssen gehen. Das kann nicht mehr funktionieren. Bruder, guck dir doch mal bitte einen Kimmich oder einen Goretzka oder einen Gnabry, der ist jetzt die Saison viel verletzt. Guck dir die doch mal bitte an. Ich schwör's euch, die haben Burnout-Symptome, sein Vater. Die laufen da auf dem Platz rum und du siehst denen an, dass die 0,0 Spaß daran haben. Und ich würde mich von dieser ganzen Achse trennen. Und nicht, weil die kacke sind. Wie gesagt, Kimmich ist meiner Meinung nach individuell der Beste von denen. Ich finde, Goretzka hat seine Daseinsberechtigung. Ich finde, Gnabry hat seine Daseinsberechtigung. Weil ich glaube, du musst da einmal einen clean Cut machen. Weil das sind alles Spieler, die, wie gesagt, zu verbrannt sind. Guck mal, überlegt euch mal, wie das damals war, als Bayern so dominant in der Bundesliga war. Einfach mal, und natürlich, wir brauchen nicht drüber reden, das sind andere Spieler vom Legendenstatus her, von dem, was sie erreicht haben. Aber überlegt mal, wie positiv die Berichterstattung über Spieler wie Schweinsteiger, Ribéry, Robben war. Und ey, bevor mich einer falsch versteht, Schweinsteiger größer Goretzka, check. Robben größer, Gnabry, check. Aber versteht ihr, was ich meine? Auch die haben mal 1, 2 schlechte Spiele gehabt. Auch die haben mal schlechte Turniere gespielt. Ja? Aber über ganz, 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 ganz lange Zeit wurden diese Spieler von den deutschen Medien und auch vom Verein so sehr geschützt. Ich meine, Arjen Robben, der wurde ja von den Fans teilweise angegangen. Von den eigenen Fans wurde der ja ausgepfiffen, weil der damals vor der Trippelsaison einen Elfmeter gegen Dortmund verschossen hat, einen Elfmeter gegen Chelsea in der Champions League verschossen hat. So, aber damals hat sich der Verein vor den gestellt und den geschützt. Und ich sage, du bist halt über den Punkt hinaus, du kannst einen Kimmich in Deutschland nicht mehr zurückholen. Ich meine das so wie ein Spieler wie Kimmich, also versteht ihr, wo ich mit meiner Argumentation hin möchte? Ich bin der Meinung, dass Kimmich, Goretzka, Gnabry, diese Generation von deutschen Nationalspielern ist so tot, die müssten die Europameisterschaft gewinnen und es würde nicht mal ausreichen, um deren Ruf zu bereinigen. Ist meine Meinung. Und ich sag, du musst da auf ganz vielen Patrick Strasser neuer Tweet, Tuchel soll bleiben. Ja, aber das ist Quatsch, Chat. Das, also wirklich egal, wie renommiert ein Journalist ist, auch wenn Fabrizio Romano jetzt gleich tweetet, ich glaube, Tuchel wird entlassen.
Bruder, das wird nicht eine Sekunde nach Abpfiff entschieden, okay? Da werden wir richtige Informationen erst morgen haben. Also so 100% Informationen. Dresen hat das gesagt, oder wie der heißt. Ja gut, dann ist es eine legit Information. Und dann sage ich Rest in Peace an alle Bayern-Fans. Weil das wird mich ja krass abfangen. Bayern-Präsident Dresen. I'm really feeling shitting today. Mentality beat quality. We are not happy at all. Tuchel still in charge next week, of course. Boah. Ja, das gibt morgen Diskussionspotenzial bei Ed Broski. Dankeschön, Dresen. Dankeschön, Herr Dresen. Aber ich glaube trotzdem, dass er noch entlassen wird. Wär nicht das erste Mal, dass ein Verantwortlicher kurz nach dem Spiel aus der Emotion heraus sagt, ja, klar, der bleibt. Kann sich in 48 Stunden alles ändern. Also ich bleibe dabei, dass der geht. Weil, weiß nicht, ob ihr letzte Woche die Interviews nach dem Champions League-Spiel verfolgt habt. Weiß nicht, wer Lazio gegen Bayern gesehen hat. Wer hat die Interviews danach gesehen? Ist euch bei den Interviews aufgefallen, wie krass, egal ob das ein Tuchel, ich glaube, ich habe Interviews gesehen von Tuchel, Neuer und Müller. Ich weiß nicht, ob das die einzigen waren, die Interviews gegeben haben, aber die drei habe ich gesehen. Ist euch aufgefallen, dass die alle drei vorher vom Pressesprecher genau die gleichen Instruktionen gekriegt haben, genau das gleiche Wording benutzt haben. Wir müssen jetzt alle noch enger zusammenstehen. Den Satz hat jeder von den dreien gesagt, als hätte er es vorher auswendig gelernt. Um halt so durch die Blume zu sagen, so ja, wir bleiben natürlich auch in der Konstellation mit Tuchel. Und das hat mir da schon so ein bisschen so dieses so, oh, wenn du dir wirklich sicher bist, dass der Trainer bleibt, dann musst du es nicht, dann muss nicht extra jeder einmal sagen. Da habe ich schon das erste Mal so überlegt. Und jetzt nach dem Spiel, also meiner Meinung nach. Nee, das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, Alter. Das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, sondern das hat damit zu tun, wie gut man den Fußball kennt und wie lange man ihn schon verfolgt und wie man es verstanden hat, zwischen den Zeilen zu lesen. Und das ist, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, aber es ist brutal aufgefallen, dass Spieler und Verantwortliche genau das gleiche Wording benutzt haben. Das ist kein Zufall, dass jeder danach sagt, wir müssen jetzt enger zusammenstehen. Wenn das einer sagt, okay, wenn das zwei von fünf sagen, okay, aber wenn es jeder sagt, dann wurde denen das vorher vom Pressesprecher eingeprügelt. Und dann hat es zumindest eine Bedeutung. Aber auch da kann man natürlich auch in verschiedene Richtungen interpretieren. Weil man kann natürlich auch sagen, hey, wir haben denen das allen eingeprügelt, weil wir damit signalisieren wollen, dass wir voll hinter Tuchel stehen. Na? Das kannst du natürlich in beide Richtungen so drehen, wie es dann lustig ist, ne? Aber also meine Theorie ist, wenn du sowas machen musst, wenn du sowas sagen musst, dann ist sowieso schon was dran. Das ist meine Meinung. Wenn du zu 100% von einem Trainer überzeugt bist, dann muss nicht der Pressesprecher vorher zu jedem Spieler, zu jedem Verantwortlichen hinrennen und dem nochmal eine Instruktion mit auf den Weg geben, was da jetzt der Presse sagt, sondern dann sagst du, hey, das ist unser Trainer, alles gut. Das ist meine Lesweise. Muss ich persönlich sagen. Findest du, es liegt alles an Tuchel? Nein, nein. Absolut nicht. Also ich finde, man muss Tuchel jetzt entlassen. Wie ich es auch gerade schon gesagt habe, musst du. Das war jetzt einfach eine Nummer zu viel. Und das sind nicht nur die letzten drei Spiele, sondern da kommt jetzt auch nochmal viel von vorher da zusammen. Also erstmal die Punkte, die dafür sprechen, Tuchel zu entlassen. Also wo ich sage, Sachen, die an Tuchel liegen, die Mannschaft wirkt absolut ratlos und so, als hätte sie keinen Bock. Check. Die Mannschaft wirkt so, als würde sie taktisch wenig bis gar nichts mit auf den Weg kommen, außer hinten defensiv gut stehen und vorne. Macht ihr euer Ding mit der individuellen Qualität? Das ist mein Eindruck. Da wirkt nicht viel mit großer Idee mit dem Ball. Und ich finde, nur Gefühl. Nur Gefühl. Ich glaube, die halbe Mannschaft findet Tuchel. Die Hälfte der Mannschaft findet Tuchel bodenlos scheiße. Ey, also, Digga, bei Gott, wenn Kimmich Thomas Tuchel seine Fresse nicht komplett scheiße findet, dann fress ich einen Besen. Digga, Joshua Kimmich steht doch morgens auf und denkt sich, boah, jetzt muss ich bei dem Bastard wieder trainieren gehen. Bei Gott, und Thomas Müller denkt sich das Gleiche. Ich fress einen Besen, wenn das nicht so ist. Müller und Kimmich hassen den Typ doch so geisteskrank. Die stehen doch morgens auf und denken sich, heute wieder mit der Hackfresse, Alter. Und Mathis Tell erst recht, Alter. Und Mathis Tell denkt sich, Junge, wen habe ich eigentlich aus deiner Familie angefasst? Dass du so einen scheiß Choupo-Moting die ganze Zeit spielen lässt. Und De Ligt findet ihn auch scheiße. So. Und dann bist du mir irgendwann bei vier, fünf Spielern angelangt, die ihn alle scheiße finden. Und jetzt mal im Ernst, Chat. Das ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern De Ligt, Kimmich, Müller und, De Ligt, Kimmich, Müller? De Ligt, Kimmich, Müller? Wen habe ich vergessen? Tell. De Ligt, Kimmich, Müller, Tell. Und vielleicht noch Goretzka. Digga, da bist du ja bei fünf Spielern und da musst du dir, oder vier Spielern meinetwegen, da musstest du ja nicht aus der Nase ziehen, dass das sein könnte. Ich finde, du siehst das einfach größtenteils. Also ich meine, in dem Moment, wo Thomas Tuchel in der Saisonvorbereitung gesagt hat, ich will einen klaren Sechser haben
und Joshua Kimmich dann das Bedürfnis hatte, öffentlich darauf zu antworten, ich bin der klare Sechser, da war doch schon so ein bisschen so, weiß ich jetzt nicht, das hört sich nicht nach der großen Harmonie an. Also ich glaube, die Mannschaft hat da keinen Bock mehr drauf. Aber, und jetzt kommen wir zu dem ganz großen Punkt, okay? Entlass den Trainer jetzt, ja, aber du musst im Sommer genau das Gleiche auf Spielerseite machen. Weil die Mannschaft hat jetzt in den letzten Jahren, das ist eine Mannschaft voller Diven. Diese aktuelle Bayern-Mannschaft ist FC Hollywood, seine Urgroßmutter. Da sind gefühlt 25 Diven in dieser Truppe. Da müssen auch Köpfe rollen. Das war nicht nur Thomas Tuchel, Junge. Da sind so viele Spieler, die von sich selber den Anspruch haben, viel besser zu sein als das, was sie die letzten Jahre gezeigt haben. Da müssen auch Köpfe rollen. Das ist so. Und das hat verschiedene Faktoren dieses Jahr. Also mal Sachen, die für Tuchel sprechen. Verletzungspech ist geisteskrank dieses Jahr, das muss man sagen. Und Thomas Tuchel hat vor vielen Problemen, die jetzt gekommen sind, auch die ganze Zeit gewarnt. Der Mann wollte einen größeren und breiteren Kader haben und hat ihn nicht gekriegt. Der Mann wollte einen Sechser haben und hat ihn nicht gekriegt. Sachen, die für Tuchel sprechen. Sané spielt nur, wenn er Bock hat. Nee, ach Bruder, es sind auch viele kleine Faktoren. Es wäre zu einfach, das alles nur auf Tuchel... Also ich finde, es ist zu einfach, alles nur auf Tuchel zu schieben. Finde ich viel zu einfach. Aber es ist trotzdem kein Grund, so wahnsinnig unüberzeugenden Fußball zu spielen. Und da bin ich komplett bei dir. Da bin ich komplett bei dir. Habe das Gefühl, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt. Thema Mannschaft gegen den Trainer, okay? Also, ich persönlich behaupte durch viele Gespräche, meiner Meinung nach, dieses... Wie nennt man das? Mir fehlt gerade ein Wort dafür. Mir fehlt ein Wort. Mir fehlt ein deutsches Wort. Aber auch ein englisches. Ich habe kein Wort. Narrativ, dankeschön. Cool. Dieses Narrativ, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, meiner Meinung nach existiert die nicht. Weil professionelle Fußballspieler, das sind alles Einzelkämpfer. Und keiner von denen geht auf den Platz und denkt sich, boah, heute spiele ich extra scheiße, damit der Trainer entlassen wird. Ich sage, das funktioniert nicht. Was aber sein kann, und das habe ich auch schon mit Spielern besprochen, ist, dass du einfach manchmal Trainer hast, die es einfach nicht schaffen, aus dir die letzten Prozent rauszukitzeln, dass du auch wirklich Bock auf Fußball hast und dass du auch Bock hast zu spielen. Bruder, ein Thomas Müller, der in seiner ganzen Karriere von 15 Saisons 13 Mal Meister geworden ist, der geht doch heute nicht in Bochum auf den Platz und denkt sich, boah, ey, lass mal heute absichtlich verlieren, dann werde ich zwar nicht Meister, aber komm, lass mal machen. Bruder, das ist so ein dickes Cap. Ich weiß nicht, ob ihr da meiner Meinung seid, für mich absoluter Schwachsinn. Dieses, ja, die verlieren absichtlich, damit der Trainer entlassen wird, finde ich Quatsch. Was ich glaube ist, dass du einfach merkst, wenn ein Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht. Und ich finde, an dem Punkt sind wir. Thomas Tuchel erreicht diese Bayern-Mannschaft nicht. Das ist komplett mein Gefühl. Weil sonst spielst du nicht dreimal hintereinander so einen Dreck. Und die haben jetzt dreimal hintereinander Dreck gespielt. Dreck. Aber wie gesagt, es sind auch andere Faktoren. Meiner Meinung nach ist das nicht nur Tuchel. Jetzt wird's unpopulär, aber wir müssen auch mal langsam über Harry Kane reden. Bruder, Kane ist jetzt seit einem halben Jahr da. Könnte sein, dass ich jetzt gekocht werde, ne? Weil ich meine das komplett ernst. Die Statistiken von Harry Kane täuschen so krass. Nicht, weil ich sage, erst zuhören, bevor ihr alle übertreibt, okay? Nicht, weil ich sage, Kane ist scheiße. Aber Kane ist das, was er bei Bayern jetzt gerade macht, ist meiner Meinung nach 70% von dem, was er eigentlich sein könnte. Weil er noch gar nicht so gut ins Spiel eingebunden ist. Die Statistiken sieht alles super aus. Er könnte doch viel krasser sein. Und diese Scorer von Kane, die ganzen Tore, täuschen so krass darüber hinweg, wie viele Spiele es gibt, wo Bayern München mit 10 Leuten auf dem Platz steht. Weil Harry Kane in dieses Spiel nicht eingebunden ist. Und es liegt nicht an dem. Das ist mein Goal. Versteht ihr, was ich meine? Und du guckst bei Kane drauf und denkst dir, boah, hier 25 Tore, da noch in der Champions League. Das funktioniert ja Plug and Play. Nee, ich finde, Harry Kane ist noch nicht gut ins Bayern-System rein integriert. Und auch das ist eine Aufgabe von einem Thomas Tuchel. Aber das liegt doch eher an der Taktik von Tuchel, oder nicht? Ja, natürlich. 100%. Ich kritisiere damit nicht Harry Kane. Ich kritisiere damit, dass Kane nicht gut in das System eingebunden ist. Ich glaube, ich habe meinen Take damit angefangen, dass sich das so angehört hat, als würde ich jetzt hier sagen, ah, übrigens, wir müssen auch mal über Kane sprechen, der ist scheiße. Also, ich sage, wir müssen nur darüber reden, dass die Scorer von Kane ihn besser aussehen lassen, als er bis jetzt diese Saison eigentlich eingesetzt wird. So, das möchte ich damit sagen, okay? Ich finde, Kane holt mehr als das Maximum aus dem raus, was er da gerade kriegt. Überleg mal, die spielen wirklich über große Strecken einen brutal unattraktiven Gammelfußball und der Mann steht da mit irgendwie 40 Scorern nach einem halben Jahr.
Oktober noch, wenn Kane so weitermacht, bricht er alle Rekorde. Februar, er ist nicht richtig ins Spiel integriert. Ja, aber guck mal, da müsst ihr mir zuhören. Nicht jetzt wieder falsch machen. Nicht jetzt wieder falsch machen. Nicht falsch machen und sich denken, oh, Broski sagt im Oktober, der Kane ist so krass und der bricht alle Rekorde. Und im Februar sagt er, der ist scheiße und der ist nicht gut ins System integriert. Ich sage, bitte zuhören, bitte. Ist so schwer auf Social Media mittlerweile. Aber versuch jetzt dein Gehirn zu benutzen, okay? Ich sage, Harry Kane ist so ein krasser Motherfucker, dass die Statistiken trügen, was für offensive Systemprobleme die Bayern eigentlich haben. Würden die nicht so einen Freak-Stürmer da vorne drin haben, wird das noch so viel schlimmer aussehen. Das ist der Punkt, den ich machen möchte, okay? So, das heißt nicht, dass Harry Kane scheiße ist. Der kann immer noch den Bundesliga-Rekord von Lewandowski brechen. Der kann immer noch auf 35, 40 Tore da reinmarschieren, weil der krass ist. Aber die Statistiken von Kane täuschen darüber hinweg, wie scheiße, einfallslos und unkreativ die Offensive von Bayern München ist. Ah ja, und verkauft Upamecano, Digga. Er ist es nicht. Bruder, kauf dir eine Tüte Eis davon, dass Upamecano 15 gute Bundesligaspiele jedes Jahr in der Hinrunde macht. Bruder, der Typ hat kein Nervenkostüm für europäische Spitzenklasse. Das ist jetzt das wievielte entscheidende Spiel, wo der reinscheißt. Es funktioniert nicht, verkauf ihn. Du kannst dir jedes Jahr darauf einwichsen, dass der zwischen Oktober und Januar geile Spiele macht. Es bringt dir einen absoluten Scheißdreck, wenn der in den wichtigen Spielen jedes Mal reinscheißt. Ob das gegen City ist, ob das gegen Lazio ist, ob das heute gegen Bochum ist, das ist zu viel. Kein Mensch auf diesem Planeten sagt, Upamecano ist kacke und der kann nicht verteidigen. Und ich sage das auch nicht nur wegen dem Elfmeter heute gegen Bochum. Aber es ist nun mal so, das ist kein Bayern-Niveau. Upamecano hat in der Breite auf Strecke kein Bayern-Niveau. Wunderschön, dass der 15 gute Bundesligaspiele zwischen Oktober und Februar macht, aber davon kannst du dir nichts kaufen. Hat es immer Aktien in ihm? Ich finde ihn super. Ey, ich finde, auch da wieder, hört mir bitte zu. Upamecano ist ein super geiler Innenverteidiger, okay? Unfassbar geiler Innenverteidiger. Tempo, geiles physisches Paket, sehr ordentlichen Spielaufbau und der Typ hat Potenzial, es geht ganz nach oben. Alleine aufgrund seiner Physis und Athletik. Aber er hat nun mal jetzt schon über sehr viele Jahre bewiesen oder über viele Spielzeiten bewiesen, dass er das Nervenkostüm und die Konstanz für die absolute Weltspitze noch nicht hat. Und dann musst du dich fragen, will ich es jetzt nochmal probieren oder sage ich, hey, super Spieler, aber wir sind Bayern München und wir wollen halt jedes Jahr um alle Titel mitspielen und dann bringt uns das nicht weiter. Und ich wäre jetzt an dem Punkt, wo ich bei Upamecano sagen würde, ey, dann bringt er uns nicht weiter. Weil Upamecano ist halt auch keine 25 mehr. 21 mehr. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist.